Finsternacht. Verborgene Tiefen. In diesem Video soll es um einen kleinen Ort am Main gehen. Ein Live-Action-Horror-Event in einer Kleinstadt in Deutschland, die näher am Abgrund steht als jemals zuvor. Ein Event, an dem Fans wie du und ich teilnehmen können. Ein Wahnsinn, der wie ein Virus durch die Straßen fegt und nach die Einwohner infizieren soll. Seltsame Gestalten, die sich neuerdings für die Ufer der Stadt interessieren sollen. Und alles, nachdem ein kleiner Frachter vor Dietesheim durch eine gewaltige Explosion versunken war. Ein Artefakt, das seinen Ursprung aus einer im Meer versunkenen Stadt im Pazifik haben soll. Und dort 1925 von einer Crew geborgen worden war, von der selbst nur einer lebend nach einer kosmischen Begegnung in seine Heimat zurückgekehrt war. Eine Tragödie, von der ich in einem Video schon mal berichtet habe und euch hier nochmal in der Infobox verlinken werde. Wenn ihr noch dran seid, unterstützt unsere Arbeit, zerstört den Like-Button, zerlegt den Algorithmus und lasst einen Kommentar für die Anhänger des Mythos da. Ihr wollt mehr vom Mythos? Dann vergesst nicht, ein Ticket zu ziehen und ein Abo dazulassen. Reist mit uns an den Rand des Wahnsinns. Finsternacht. Verborgene Tiefen. Finsternacht ist ein Live-Action-Event, das in der idyllischen Kleinstadt Dietesheim am Main spielt und von Thorsten Bauch und Ulrich Noll für das diesjährige Event konzipiert wurde. Es spielt die Fortsetzung der Geschichte Finsternacht vom Autor Andreas Zwengel vom Blitz Verlag. Das Event selber wird mit bis zu 60 Schauspielern, Organisatoren und Helfern vorbereitet, die ein Horror-Event im Cthulhu-Mythos für Fans an 2 Tagen abhalten werden. Geplant ist das Event im Herbst wie ein Live-Room-Escape, nur größer mit verschiedenen Spielorten in der Stadt, mit einer erzählerischen Geschichte und mit dir als Ermittler live dabei, dem Grauen auf den Grund zu gehen und vielleicht die Stadt, wenn nicht sogar die Menschheit, zu retten. Die Geschichte spielt im Oktober 1954 in Dietesheim, während Ober- und Unterort der kleinen Gemeinde am Main wohl an diesen finsteren Tagen nicht mehr sicher zu sein scheinen. Dunkle Gestalten treiben sich in den Straßen umher und keiner der Einwohner traut sich mehr über den Weg. Eben noch gesunde Menschen wirken gehetzt und ausgezehrt und sollen, so heißt es letztlich, dem Wahnsinn anheimfallen. Unheimliche Geräusche erfüllen die Nacht und zu all dem tauchen wohl immer öfter Fremde in dieser kleinen Örtlichkeit auf, welche herumschnüffeln und sich zufällig stark für die Uferbereiche des nahegelegenen Maines zu interessieren. So hat sich eine kleine Gruppe um den örtlichen Pfarrer zusammengeschlossen, um den um sich greifenden Bösen Einhalt zu gebieten. Die Ergebnisse ihrer Nachforschung wollen die Verbündeten Pater Konstantin Wilger, der Arzt Peter von Sterk und die Lehrerin Annette Hübsch den Bürgern auf einem öffentlichen Vortrag präsentieren. Als die Dinge außer Kontrolle geraten und die Gäste der Veranstaltung versehentlich zwischen die Fronten eines Kampfes geraten, welcher ihnen Ausdauer, Kreativität und auch so manche mutige Entscheidung abverlangt. Schließlich geht es um nichts Geringeres als die Zukunft einer ganzen Stadt, vielleicht sogar der gesamten Menschheit. Bei den Nachforschungen auf ihren Wegen durch die Straßen Dietesheims müssen die Unfreiwilligen zu Helden werden. Verdammte und unheimliche Orte auf und unter der Erde erkunden und werden dabei unweigerlich auf gefährliche Gegner und undurchsichtige Charaktere treffen, zuweilen aber auch auf unerwartete Helfer. Unter Zeitdruck müssen sie so manche Rätsel auf dem Grund gehen, um einer geheimnisvollen Spur folgen zu können und die verbündeten Widerständler aus den Klauen des Bösen befreien zu können. Und was hat das alles mit einem vor einem Vierteljahrhundert im Main versunkenen Schiff zu tun? Welche Rolle spielen der uralte Cthulhu-Kult und ein verschollenes Artefakt? Wer scheint wirklich hinter all dem zu stehen und wem kann man letztlich überhaupt noch trauen? Eine Reise in eine Welt des Wahnsinns. Zusammengefasst handelt es sich um ein Live-Action-Event im Cthulhu-Mythos. 60 Schauspieler werden euer Abenteuer begleiten und mit euch interagieren. Ihr werdet bestimmte Orte der Stadt erkunden und dem Mythos auf die Schliche kommen. Das Event selber, was in der idyllischen Stadt Dietesheim am Main spielt,
wird um 2 Stunden gehen und mit einer abschließenden Abschlussparty den Abend beenden. Erwartet werden bis zu 200 Teilnehmer, die mit euch in den Mythos eintauchen werden und dem Wahnsinn auf den Grund gehen wollen. Sollten wir euer Interesse geweckt haben, werden wir euch alle Informationen zur Finsternacht in der Videobeschreibung verlinken. Bleibt besinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn.